ist so stark, der Club. Die Nummer 10 ist so stark. So ein Macher, der Typ. Freunde, was geht ab? Willkommen zu diesem weiteren Stadion-Vlog mit dem einzig waren Panto G. Genau. Wir gehen heute aufs Spiel von FC Nürnberg gegen Hamburger SV. Der Club kann heute mit einem Sieg aus 6 Spielen mit 10 Punkten rausgehen. Ist eigentlich ganz okay, dann können sie oben wieder mitspielen. Wir beide hocken heute im Block 12 und werden rumschreien wie die Irren. Simon war noch nie im Stadion? Einmal, aber da war ich nicht. Der Club hat noch nie verloren, als ich im Stadion war. Noch nie hat er verloren. Wir laufen gerade durch Nürnberg, es ist übelst am Schütten. Deswegen hocken wir uns jetzt halt ins Kino, ins Schienenstar. Und dann gehen wir direkt zum Stadion. Grüße gehen raus an Allrounder 11. Der Mann hat unter jedem Video bis jetzt von mir geschrieben. Seit 2 Wochen. Er freut sich auf das Stadion-Blog. Deswegen, ich grüße dich hier einfach in dem Video. Kuss geht raus. Und ja. Jetzt Simon. Wie viel spielt der Club heute? 3-1. Er sagt 3-1. Ich muss heute auch für den Club tippen, nachdem ich beim letzten Mal übelst Hate bekommen habe, weil ich für Kräuter getippt habe. Ich sag, der Club, der gewinnt. Der Club spielt heute. Der zerlegt die heute. Mit dem 4-2, sage ich. Wir haben jetzt seit 1,5 Stunden im Kino gechillt und es ist immer noch am Regnen. Ganz, ganz schlimm am Regnen. Das scheißt du bitte nicht rein. Wir müssen jetzt aber einen Döner essen gehen, weil sonst verrecken wir heute Abend beim Spiel. Dann haben wir was zu trinken. Powerade, ganz wichtig. Digga, was geht hier ab, Alter? Und dann geht's zum Spiel. Wir haben Ende August und das Wetter. Was ist das? Wir haben keinen Herbst. Oder haben wir Herbst? Boah, was passiert hier? Wir laufen im Wasser. Man, you dripping. Ey, hat jemand Regen bestellt? Und Scheiß. Das ist eigentlich ein perfektes Fußballwetter. Für die Spieler später ist es safe ein geiles Wetter. Der Ball ist schön nass. Wenn er einmal im Boden aufkommt, wird er ganz schnell. Aber es ist komplett am Regnen. Guckt euch an, wie er da steht. Ihr müsst wissen, Simon ist der größte Geier, den man auf diesem Planeten jemals zu Gesicht bekommen hat. Was sagt ihr zu Simons Outfit überhaupt? Schwarze Schuhe, Jeans, ein schwarzes Oberteil. Ich habe heute meine besten Schuhe an, die sind weiß. Gibt eh keinen, aber okay. Dann habe ich hier Jeans an, ein weißes Oberteil. Die Jeans haben wir zusammen gekauft. No homo. Bisschen gegen den Regen hier. FCN, Alter. Heute, ne? Junge, eine Liebe, ein Mann, Digga. Was sagst du zum Outfit? Ich sag, es ist eine. Gibt eh keinen, aber okay. Mama. Wenn irgendwann die Mios reinflattern, werden wir uns auf jeden Fall die nicht vorhandenen Rolexes kaufen. Ich hol mir die. Ich hol mir die da hinten für 168.000. Mama, du kannst. Das sind 16.000. Mama, wenn du das Video dann siehst, dann kannst du dir mal eine Rolex aussuchen irgendwann mal. Wie viel? Aber die sind schon viel hier, übertreibt ja nicht. Ja. Also wirklich schon voll. Willst du aus unserem Regal kurz filmen? Ey, es ist echt angenehm gerade. Wirklich schön. Ausnahmezustand. Es ist vorbei. Es war so voll da drinnen. Ich bin nass geschwitzt, ich bin rot. Schaut euch mich mal an, Alter. Wie geht's dir? Also, ich habe ja echt was erwartet, ne? Aber das ist schon eine Nummer, die habe ich nicht erwartet, Digga, sag ich dir ehrlich. Die waren alle in dieser Bahn drinnen. In einer Bahn. Wir sind drin. Ich hab dich nachgeschaut. Block 12, Reihe 25, Sitz 4. Das sind, glaube ich, nice Plätze. So. Fucking go. Let's go, Mann. Wir schauen ins Stadion rein. Ich bin so gehypt. Wir müssen noch höher. Es wird auch eine Choreo anscheinend geben bei den Ultras. Aber wie geil, Mann. Oder mein Herz schlägt. Wir müssen noch höher.
Ich schaue ins Stadion rein. Oh mein Gott, Digga. Let's go. Oh mein Gott. Geisteskrank. Geisteskrank. Das ist für eine Aussicht. Hier wird gleich die Choreo geschwungen. Wir haben so einen geilen Blick auf den Platz. Wow. Hamburg macht es. Und jetzt pfeift die Kummer da. Dauert zum Abend, die Torhüter waren. Niklas, ja, Niki, wenn du das Video siehst, Grüße gehen raus. Ade! Hamburg ist am Drücker, die Club muss aufpassen. Ich glaube 90% der Clubs Hälfte spielen sie Spieler. 1-0 auf Ansage jetzt. Oh mein Gott! Hey! Hey! Oh! Mein Gott! Hey, Mann! Geisteskranke Stimmung, Alter. Und mittlerweile ist der Club auch nicht mehr unterlegen. Mittlerweile haben sie die Hand wieder da. Ist sehr spannend gerade. Oh mein Gott! Hey! Oh mein Gott! Digga, der Trick war behindert. Jetzt Nürnberg richtig stark, Mann! Kommt! Club ist dabei, Club ist gut dabei. Club ist London.
der kann es! Hamburg hatte schon viele Chancen. Ist zwar nicht verdient, weil im Club war besser in letzter Zeit, aber ey, Club holt es noch. Club holt es noch. Ich hab's gesagt, 4-2. Du hast 3-1 gesagt, ne? Wird noch, wird noch. Wenn das kommt, Digga, dann ist das Start nicht mehr stehen und wir beide auch. Wird noch. Sportlich heute unterwegs. Der Spieler liegt am Boden, ich spiele weiter. Ja. Ich habe gestern mit der Abmoderation einfach gewartet. Ich wollte das Spiel erstmal auf mich ein bisschen sacken lassen. Ja, am Ende ein 2-0 für den Hamburger SV ist meiner Meinung nach sehr unverdient, auch wenn Hamburg in der zweiten Hälfte dominanter war und Anfang des Spiels, aber zum Ende hin ist es unverdient, weil Club war eine lange Zeit in der ersten Hälfte das bessere Team und hätte locker ein, zwei Buden machen müssen. Und dabei ein Remis hier in dem Spiel eigentlich gerechtfertigt gewesen. Ist jetzt so, wir haben jetzt nicht gewonnen, Hamburg SV hat gewonnen, Glückwunsch dazu. Wenn euch dieses Stadion-Vlog gefallen hat, dann lasst sehr gerne einen kostenlosen Like da, abonniert auch sehr gerne und kostenlos meinen Kanal, denn es wird in Zukunft mehr Stadion-Vlogs geben, wenn diese euch gefallen. Ich sehr gerne öfter zum Club ins Stadion, auch vielleicht mal andere Stadien besuchen und ja, schafft mir auf dieses Video 100 Likes. Ist eine Marke, aber sollten wir eigentlich hinkriegen auf dem Stadion-Vlog. Und ja, danke nochmal für die Bewertungen zum letzten Stadion-Vlog. Ihr seid die Besten. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video wieder. Habt einen schönen Tag noch. Haut rein. Ciao, ciao.